Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Videovorstellung für ein neues Klemmstein-Set, und zwar aus dem Hause Mesini Blocks. Und dieses Set hier ist hergestellt von Rioprix, ne, kommt aber unter der Nummer 66017, auch bei Mesini gelistet, also unter der Nummer. Link packe ich euch nach unten rein. Und ja, und zwar habe ich hier einen Bausatz, eine Medieval Taverne, also eine mittelalterliche Taverne. Und das Set ist einfach nur mega cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es nämlich schon zusammengebaut und ich würde euch dann nachher gleich wieder gewohntermaßen so ein paar Bauabschnittsfotos noch ins Video packen und zum Ende hin dann noch mein Fazit loslassen, das Modell euch einmal zeigen. Und ja, also passt auf, wir haben jetzt hier einmal eine Steinezahl von 3214 Steinen, also ein bisschen mehr wie 3000 Steine. Das Ganze kommt hier mit einmal mit einem Kellergeschoss, einem Stall, dann haben wir einmal den Gastraum, wir haben einen Restroom, also quasi einen Wohnraum, wo so mehrere Betten drin stehen. Dann haben wir noch einen Dachboden, ne, der dann auch noch divers geschmückt ist, was ich natürlich mega cool finde, zeige ich euch nachher noch mal im fertigen Modell. Ist einmal der Aufbau an sich, ne, mit diesem mittelalterlichen Aufbau hier, mit diesem, wie nennt man das, Giebelwerk, ne, Fachwerk, so, nicht Giebelwerk, Giebelwerk ist hier oben, in dem Fachwerkstil. Genau, und dann, was noch richtig cool ist, sind auch die diese Schiefertafeldächer, ne? Ihr seht jetzt hier bloß einen Teil vom Dach. Da ist auf der anderen Seite mit dem Kamin ist noch ein Teil mit dem Dach. Und genau. Wenn man kann euch einmal rumdrehen, sehen wir das Modell einmal nochmal seitlich. Ich zeige es euch aber gleich nochmal. Genau, hier haben wir jetzt so ein bisschen Einblick, wie das Modell aufgebaut ist. Also wir haben hier so eine Weinrebe, wo sie schon ein paar Früchte dranhängen. Dann hier so ein Wagenrad, was an der Seite liegt. Wir haben da eine Stallung für die Pferde. Das ist der Restroom, den ich angesprochen habe, wo wir drei Gästebetten drin haben, die jeweils auch mit zwei Nachttischen alle miteinander da nebeneinander stehen. Dann haben wir hier einmal wie so einen kleinen Storage, also so einen kleinen Lagerraum direkt auf der Ebene der Betten. Wir haben im Erdgeschoss neben der, kann ich euch nachher gleich nochmal zeigen, wenn ich es aufmache, so einen Kamin, wo so ein Kessel im Feuer hängt. Ja, dann im Außenbereich, und zwar hier an der Seite, seht ihr so einen großen Trog, wo so Holzscheite drin liegen zum Feuer machen. Wir haben hier außen zwei Bäume, zwei Birken, die gebaut sind. Ne? Also das Ding ist richtig, richtig cool. Ja, ansonsten, ich würde euch kurz die Bauanleitung zeigen und dann bekommt ihr auf jeden Fall die Bilder zu sehen von den Bauabschnitten. Ne? Ich werde das so wieder so ein bisschen zusammenschneiden, dass ihr ein bisschen so vom ersten Bauteil oder zumindest ja vom Grundgerüst her bis zum fertigen Modell das Ganze mal als Foto bekommt, und dann schauen wir es uns nochmal im Detail an. Was ich vergessen habe zu sagen, dieses Modell wurde mir zur Verfügung gestellt, und wenn ihr natürlich mehr davon sehen wollt, beziehungsweise das Produkt auch haben wollt, dann lasst erstens mal ein kostenloses Abonnement, einen Daumen nach oben und gerne noch einen Kommentar hier auf dem Video da. Und zweitens schaut mal unten in die Videobeschreibung, da habe ich euch einen Affiliate-Link reingepackt, wo ihr das Modell dann auch günstig shoppen könnt. Und mit günstig meine ich, für die Teilezahl ist es schon mal, sag ich mal, eine Hausnummer. Also wir reden schon im dreistelligen Bereich, aber im Vergleich zu anderen Klemmbausteinherstellern ist es eigentlich ja geschenkt. Ne? Also, kommt kurz in die Bauanleitung mit und dann gibt es endlich was zum Gucken. So, für die Anleitung blätter ich euch einmal kurz hier rum. So, ich muss da kurz mein Display ausrichten, damit ich euch hier das ordentlich zeigen kann. So, also passt mal auf. Na, so, jetzt müssen wir es im Ganzen drauf haben. Also, wir haben hier einmal die, ich hoffe für euch ist es jetzt richtig rum, die Bauanleitung, ne? Die kommt hier auch mit, stehen hier die Seiten drin? Ja, mit 312 Seiten, also hier zum Schluss ist dann auch nochmal eine komplette Stückliste aufgelistet, welche Bauteile ihr, falls ihr das Modell nochmal bauen möchtet, beziehungsweise einen Kumpel oder so empfehlen wollt.
der aber lieber Einzelsteine bestellt, weil er denkt, ja, das ist vielleicht besser oder man kann noch was anders bauen in dem Modell. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, ihm die oder ihr die Stückliste zu geben. Und hier schauen wir mal kurz in die Anleitung rein. Ja, man fängt also hier relativ simpel an mit den Grundplatten, baut hier das ganze Außengelände einmal drumherum und dann geht es hier los mit den ersten Steinen fürs Fundament. Und so baut sich das hier eigentlich immer Reihe für Reihe auf, bis man dann hier irgendwann mal im Kellergeschoss, seht ihr dann auch gleich nochmal live, ja, da unten eine Maus sitzen habt zwischen den Proviantkisten, den Kartoffelsäcken oder Reissäcken. Dann gibt es hier unten ein Weinlager, ne, mit mehreren Kisten und einer Weinkälterei, also so verschiedene gelagerte Fässer. So, dann gibt es natürlich auch hier einen geheimen Ein- und Ausgang, den wir uns ja später auch noch kurz angucken können. Der ist nämlich hier genau unter der Außentreppe. Ist der so ein bisschen versteckt, der Eingang. So, und hier sind wir dann, glaube ich, schon im. Ah, genau, hier schließen wir gerade den Keller ab. Dann wird hier die Stallung gebaut. Hier fangen wir mit den Bäumen an. Genau. Und hier geht es dann los mit dem Erdgeschoss, nämlich dem Gastraum, wo wir das Ganze hier mit verschiedenen, ich spule mal ein Stück weiter, dass wir hier mal schneller vorankommen. Genau, also hier hat man jetzt nochmal eine Gesamtübersicht. Genau, also hier gibt es einmal einen Servier- oder Service-Serviceraum-Bereich, wo quasi die ganzen Getränke und das ganze Essen und alles steht. Dann gibt es hier drei Barhocker, die darum angeordnet sind. Wir haben hier an diesen zwei Fenstern jeweils noch zwei große Tische für vier Personen oder jeweils vier Personen. Ne? Also das ist schon richtig cool aufgebaut. Dann haben wir ja hier auch noch den Ofen, ne? Wo ich angesprochen habe, dass da der Kessel da im Feuer hängt und das Essen da gerade zubereitet wird. So, und dann gehen wir jetzt hier ins Obergeschoss, wo wir genau, erstmal noch vorab die Außenverkleidung noch anbringen, also sprich das ganze Fachwerk, die Vergiebelung außen anfügen, und das ist dann jetzt quasi der nächste Schritt, das Ganze dann auf den Keller aufzusetzen. Und wir fangen hier im nächsten Step an, das Obergeschoss zu bauen, wo wir auch einmal wieder das Grundgerüst bauen und dann drei Betten dazu, denn kleinen Lagerraum. Hier ist so eine kleine Pflanze auf einem Hocker noch mit drauf. Also das ist schon richtig cool gemacht. So, dann genau, kommt hier wieder Vergiebelung. Hier jetzt seht ihr mal den ersten Teil vom Dach, ne, von dem Schieferdach. Und dann kommen wir hier zum Dachgeschoss. Das wird hier einfach nur dreieckig aufgebaut, in der Mitte mit einem Stützpfeiler gehalten, damit es nicht zusammenfällt. Und dann baut man im Endeffekt dann noch die 1, 2 Dachplatten zusammen, legt die ein und damit sind wir dann durch. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim schnellen Durchlauf und hoffe, dass ihr zum Ende des Videos noch da seid, wenn ich die Details dann einmal zeige. Thank you.
So, und da sind wir zurück. Und zwar habe ich das Haus jetzt mal schon auseinandergenommen. Mit dem Hintergrund, dass ich euch das jetzt hier Stück für Stück aufbaue und wir dann quasi ein fertiges Haus haben. So, also wir fangen an mit dem Kellergeschoss. Und zwar haben wir einmal hier die Treppe, die in den Keller runterführt. Dann hier so eine kleine Lagerbank, so ein Lagertisch. Hier ist eine Maus, die sich hier gerade zwischen dem Proviant rumschleicht. Und hier außen, da ist diese kleine Geheimtür, über die man quasi hier außen durch die Treppe durch hier theoretisch rein und raus könnte. Ja. So, dann gibt es hier, wie gesagt, die Kälterei, also die ganzen leeren Weinflaschen, hier die Weinfässer. Wir haben weiterhin hier die drei Bäume, ne, die ich da hier so gebaut habe. Und, meine Freundin hat auch fleißig mitgebaut, ne? Das möchte ich mit erwähnt haben. Genau, dann haben wir hier die Stallung, die kann man hier vorne auch aufmachen. So, und damit können wir schon in den Gastraum gehen. Der wiederum wird jetzt hier nur oben drauf gesetzt. Also das Ganze funktioniert wie ein Modularhaus. Ne? Das wird hier bloß über diese kleinen Halterungen zusammengesetzt. So, und damit sehen wir schon mal, dass hier der Kamin außen, ne, nämlich nicht hier oben erst anfängt, sondern schon hier unten startet, obwohl man den da vorne eigentlich noch gar nicht so registriert. So, dann haben wir, wenn ich es einmal wieder rumdrehe, hier den Gang, der runter in den Keller geht. Hier ebenfalls auch die Treppe ins Obergeschoss. Dann die 1-2 Tische im Gastraum. Wir haben hier vorne die 1-2-3 Hocker, die hier vorne an dem an der Bar stehen. Ne? Wir haben hier ein Brot, ein langes Baguette, was da hinten im Fass gelagert ist. Hier der Ofen, ne, mit dem Kessel. Hier auch so kleine Fackeln. Ne? 1-2-3-4 Stück. Da seht ihr diese Fackeln da an der Wand hängen, und natürlich kann man auch hier die Tür aufmachen hier vorne und könnte dann von vorne hier mit den Figuren reingehen bzw. auch reingucken. So, dann kommt das Obergeschoss, das habe ich hier. So, das kommt jetzt hier drauf. So, das ist immer mit dem Draufsetzen. Manchmal muss man ein bisschen gucken, wie es passt. Aber im Endeffekt fange ich eigentlich immer hier hinten am Kamin an und setze mir dann die Platten passenderweise hier drauf. So, und da müssen wir jetzt die Kamera wieder ein Stück wegmachen. So, wir kommen jetzt vom Gastraum hier hoch. Hätten jetzt hier die Möglichkeit, über diese Leiter hoch in den Dachgiebel zu steigen. Aber wir sind ja müde vom Essen und wollen uns dann kurz zur Ruhe legen. Dafür haben wir hier 1-2-3 Schlafmöglichkeiten. Können hier in den Kisten hinten und in den Säcken unsere Ausrüstung oder Klamotten ablegen. So, und dann kommt jetzt schon mal der erste Dachteil, nämlich dieser hier. Das sind jetzt hier diese Schieferplatten. Das ist hier eigentlich alles nur aus solchen Teilen hier zusammengesetzt. Auf der anderen Seite sieht das Ganze so aus. Und hier gibt es so Anschläge, die wir jetzt hier und hier einsetzen, damit das quasi nicht runterrutscht. So. Und dann kommt auch schon das Dachgeschoss drauf. Das sieht jetzt, ich schiebe das mal kurz beiseite, so hier aus. Ja, also ich habe jetzt eine Dachhälfte habe ich hier schon drin. Die habe ich jetzt nicht rausgenommen, um es euch zu zeigen. Aber ist ja eigentlich selbsterklärend. So, also wir haben da hier so einen kleinen Fenstervorsprung. Ne? Und so ist das Ganze aufgebaut. Kommt jetzt die kleine Luke entsprechend hier über die Leiter. So, da eingeklippt. Ist mir hier gerade das Fensterbrett abgefallen. Aber das macht nichts, das machen wir einfach wieder fest. So.
Und dann ja, haben wir jetzt noch hier die Möglichkeit. Ich mache euch mal ein Stück flacher, damit ihr das besser seht. So, habt das jetzt von flach, ne? Und dann gibt es die letzte Dachplatte. Die zweite ist übrigens genauso gestaltet, hier über so Kugelgelenke. Ne? Wird das hier quasi, man baut das den Teil steckt es dann zusammen, knickt es dann einmal vorsichtig zusammen und dann wird das Ganze hier nur eingesetzt. So, und damit ist das Haus fertig. So, ich gehe jetzt nochmal ein Stück weg und drehe es euch nochmal, damit ihr es nochmal im Ganzen im Blickfeld habt. Warte, ein Stück hoch machen. So. Na, hier ist der Haupteingang mit dem unten im Keller, wo ihr den Geheimdurchgang, die Tür, wo ihr in den Gastraum reinkommt. Da ist der große Kamin. Und da die Stallung. So, also ihr Lieben, das war's hier zu der Vorstellung bzw. ja auch dem fertig gebauten Modell. Mein Fazit dazu, mein Senf dazu, zu diesen, muss ich ehrlicherweise sagen, richtig, richtig geilen aufgebauten und vor allem auch richtig cool aussehenden Modularhaus hier der Medieval Tavern von Reoprix. Erhältlich bei Mesini Blogs. Internetadresse packe ich euch unten rein, wenn ich es nicht vergesse. Sonst erinnert mich gerne in den Kommentaren und dann füge ich es noch ein. Ja, also das Modell hat richtig, richtig Bock gemacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Denn bei manchen Bausätzen hast du einfach die nach einer Stunde oder anderthalb tun dir die Finger weh von den Teilen zusammenstecken. Das hast du hier gar nicht. Ja? Also das ist... Die Klemmkraft ist mega, ja, also da fällt eigentlich kaum was ab, außer jetzt hier das eine, aber das liegt daran, dass es bloß über diese Gelenkwelle hält. Aber ansonsten, das, ich weiß nicht, was ich sagen soll, also ich habe selten so ein cooles Set gebaut, also was auch von der Griffigkeit, von der Handhabung her sich leicht bauen lässt, ne? Also hatte ich in letzter Zeit selten was. Da kann eigentlich nur die eine Firma mithalten, die auch die Beleuchtungssets dazu anbietet. Dazu auch später mal noch mehr. Also da kommt demnächst mal wieder ein neues Video. Da habe ich wieder was Cooles für euch. Aber ansonsten kann ich euch das Set hier wirklich vorbehaltlos empfehlen. Ne? Also ich habe sogar noch zwei Teile übrig gehabt. Alle anderen waren wirklich bis auf das letzte Teil abgezählt. Ja. Was soll ich noch sagen, außer es euch zu empfehlen. Ja, wie gesagt, wenn ihr es gerne kaufen wollt, guckt unten in die Videobeschreibung rein über den Amazon Affiliate Link. Würde ich mich freuen, wenn ihr es darüber kauft oder gerne auch eure privaten Einkäufe über den Affiliate Link macht. Da unterstützt ihr den Kanal hier noch nebenbei passiv mit. Also, in dem Sinne, war's das jetzt erstmal von mir. Video ist eh schon wieder viel zu lang und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich sag ciao.